Die dritte Übung ist die Sumo-Kniebeuge. Die ist sehr dynamisch. Das heißt, weit auf, die Arme ausstrecken und wieder extrem wichtig, dass der Körper Entspannung ist. Weil wir haben immer noch Hilfsmuskeln, also die Ringmuskulatur, die Oberschenkel, die damit belastet werden. Also geht weit auf und führt das Knie zum Ellbogen hoch, rhythmisch im Takt. Stellt euch bitte weit auf, beugt euch langsam nach unten, der Po geht nach hinten weg, die Mitte ist fest. Die Arme nach außen strecken und den Oberkörper richtig in Spannung bringen. Super. Jetzt langsam anbeugen, hoch und das Knie zum Ellbogen bringen. Hoch und langsam wieder runter. Und die andere Seite hoch und langsam wieder runter. Wichtig ist, dass ihr leise landet und dynamisch wieder hochkommt. Immer im Takt. Wir machen 15 zusammen. Janine, fertig. Weit stehen, noch weiter. Arme aus, Oberkörper richtig fest und wir fangen rechts an. Und los geht's. 1, 2 und schön nach oben. 3, 4. Super, immer im Rhythmus bleiben. Bisschen tiefer abbeugen, Janine. Gut. Und leise unten aufkommen. Kopf hoch, Brust raus. Sehr gut. 11, 12, 13. Noch 2 durchhalten. 14. Und die letzte. Tief. Und es schafft. Super.